So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Wir haben ja letzte Runde ein bisschen weiter an unserem Siebraum rumgeschraubt. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen weiter an der Automatisierung rumschrauben. Da ist ja doch noch ein bisschen einiges zu tun gibt hier. Bis das alles so vollautomatisch läuft, wie ich das gerne hätte. Und da werden wir jetzt mal gucken. So, Zinn, Gold, Platinum. Ich muss mal kurz einen Schreiber machen, Sekunde. So, Zinn, Gold, Platinum. So, schreiben wir mal kurz auf, was wir schon alles haben. Aluminium. Aluminium haben wir. So. Ist er aber online, ja. Kupfer, Nickel und Eisen. So. Okay, die haben wir schon mal. Also den Export haben wir ja noch frei. Mit zwei Slots brauchen wir noch eine Kapazitätskarte. Dann können wir da nochmal zwei Sachen reinpacken. Dann werden wir mal kurz gucken, was wir noch haben. So, und zwar... Das, was haben wir da noch? Silber und Blei. Okay. Dann gucken wir mal durch. Silber. Gravel. Oh, haben wir sogar alle da. Sehr schön. Und Blei. Haben wir auch alle da. Ja, sehr geil. Sehr schön. Können wir die auch komplett direkt automatisieren. Sehr gut. Blei, Silber. So. Also, eine Kapazitätskarte brauchen wir noch. Kapazitätskarte, so. Fehlen uns leere Karten. Da fehlt uns wieder so ein Chip, okay. Kalkulationsprozessor, gut. Und dann reingriff. Oh, der allerletzte, okay. Kalkulation. Dann ein Redstone. Und Silizium. So, knüttern wir die mal kurz zusammen. Dann haben wir doch schon ziemlich das meiste tatsächlich fertig. Okay, so, da, zack. So, zwei Basiskarten. Eine Kapazitätskarte. Zack. Wunderbar. So. Duty. Platz haben wir noch im MA-System, also können wir den noch reinpacken. Tak, 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 tak. So. Ich hoffe, die Kiste gleich erstmal voll. Hallo? Nee. Oder das ist jetzt immer nur eins, aber ist rein, oder wie? Okay. Ich dachte doch. Achso, wir haben ja gar keine Beschleunigungskarten drin. Ja, stimmt ja. Gut, müssen wir das kurz von Hand machen. Was hatten wir jetzt? Blei und. Scheiße. Ach, Silber. Silber, Silber. Silber, wunderbar. So. Ja, ist eingestellt. Wunderbar. Dann hauen wir hier mal kurz alles rein. So. Dann nehmen wir kurz das Battery voll pumpen mit. Sehr gut. So, dann brauchen wir noch ein Eimerli. Als erstes brauchen wir mal zwei Importer noch. Und zwar zwei Standard-Importer. Da fehlt genau ein Fluxstaub, okay. Wir haben noch genau ein Kristall. Das ist ja Wahnsinn. Okay, müssen wir gleich mal nochmal Kristalle machen. Von den Reihen am besten auch. Den reinen Zertus-Kristallen, weil da haben wir nämlich auch keine mehr. So, Importer brauchen wir zwei Stück. Bastel die mal. Wir haben keine Plätze frei mehr. Nee. Okay, die Importer haben wir komplett auf einen Kanal gelegt. Das heißt, 3, 6, passt. Kriegen wir noch genau zwei hin. Na, ist ja wunderhübsch. So. Zacki.
Dann basteln wir mal hier kurz weiter. Müssen wir mal eine Stärke, diese Excavator-Schaufel machen, wo wir größere Gebiete einfach mal ausheben können. Oh. Ach, das ist der Eingang zu unseren Strip Mining Gang. Na, so. Okay, müssen wir noch eins in die Tiefe. So, und hier nochmal zwei hoch. Einfach, dass wir Platz haben. Ups, wunderbar. So, tak, tak. Und so. Schabu. Finden die Treppe hin, die geht bis nach oben. Ach, ich glaube, das war der alte Eingang zum Pseudo-Bauernhaus, wo wir da hatten. Beziehungsweise zum alten Bauernhaus, das wir hier hatten. Steine, da. So. Okay, kriegen wir hier nochmal zwei hin, wunderbar. So, da müssen wir das ganze Equipment mal holen. Also, Gussbecken brauchen wir zwei Stück. Bit. Die Importer. Brauchen wir Flüssig-Exporter noch? Zwei Stück. Was fehlt da jetzt alles? Ein Flugstaub, ein reiner. Scheiße. Okay. Reiner Zertusquarzkristall. Wie machen wir denn? Zertusquarzstaub und Sand. Gut, haben wir genügend. Sand. So. Zack, zack. So, dann Fluxkristalle. Flux. Machen wir wie? Geladenes Zeitusquarz, Netherquarz, Redstone. Ach, das war ja. Können wir da nicht auch Netherquarz rauskriegen? Wenn wir die schreddern? Kies und Schwefel. Verdammt. aus Seelensand kann man das rauskriegen, wenn wir den 7. Quarz. Ne, da haben wir nur Zeit aus Quarzblöcke. Ah, verdammt. Okay. Da kriegen wir noch einen gebaut. Gut. Dann bauen wir da gleich mal noch einen. Dann haben wir die Tanks schon mal. Die Importer haben wir, die Becken haben wir. Die schmeißen wir gleich mal ins Wasser, dass die gedeihen können. So. Müssen da eigentlich auch zwei Stapel auf einmal gehen. Sieht gut aus. Wächst aber nur der eine. Okay, ich warte jetzt einfach mal ab. Ich werde sehen. Geladenes Z. Oh, guck mal, hätten wir sogar genügend da. Sehr schön. Redstone. Sand. Ach ne, Quatsch, Netherquarz war das ja. Müssen wir mal in Nether, aber ich hab gar kein Netherportal mehr. haben wir noch Obsidian? Wahrscheinlich nicht. Acht, verdammt. Okay. Gehen wir mal kurz gucken. Nee, da will ich gar nicht hin, da will ich hin. So. Zack. Wir haben doch hier noch schöne Fleckchen. Jetzt weiß ich noch nicht, waren die mit Lava durchzogen hier? Glaube mal kurz hier eine Riege ab und dann gucken. Ach, kann ich gar nicht. Naja, doch, so kann ich es abbauen. Okay, aber warte mal, dann nehme ich die Blöcke. Ups. Alter, ist das ein riesen Lava-Ficken. Ja, Wahnsinn. Okay. So. Ja, gleich noch ein bisschen Obsidian gezüchtet und gewollt. Ja, ist egal. So. Bauen wir uns kurz ein neues Netherportal. Lagerhaus. So.
ist die Frage, wo bauen wir das hin am dümmsten? Feuerzeug da. So. Ich baue das da vorne hin, wo wir das Stargate damals drin hatten. Ja, da machen wir es hin. So. Und zwar. Eins, zwei. Ich kann den Stein und nichts dabei, ne? Nee. Gut. Wir das Ding mal wieder abklöpseln hier. Das hatten wir ja damals nur aufgebaut wegen dem Stargate. Ach, die Alpha-Basis haben wir ja auch noch oben. Das Problem ist ganz einfach nur das gewesen damals. Ich konnte die Einzelteile, die man für Stargate braucht, konnte ich nirgendwo sammeln. Die gab es hier in der Welt nicht. Selbst auf neu generierten Karten gab es die Sachen nicht. So, 1, 2, 3. Verdammt. 1, 2, 3. So, da. Sips. So. Packen wir mal kurz ab. Zack. Wunderbar. So. Meine, wir haben ja die Stückchen, da kann man sie auch schön nützen. Da sieht das Ganze gleich ein bisschen schöner aus. So. Ach, da wird auch liegen, okay. So, langt sogar, dass wir es richtig machen können. Sehr schön. So, zack, 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 zack. Ist zwar unförmig, aber ja. So, dann gehen wir mal kurz im Nether gucken, ob wir damit den Netherquarz klauen können. Mal kurz einen Stapel neue Kristalle basteln. Hier können wir Lava klauen ohne Ende. So, Nether-Eingang habe ich mir jetzt mal markiert. Sehr gut. So. Hallo, hier alles mitnehmen. So. Gehen wir mal gucken. Ein bisschen Seelensand würde ich auch gerne gleich mitnehmen. Alter. Wir können da auch irgendwo hochkommen. Kies. Normaler Kies interessiert mich gar nicht. Meterquarz wäre da schon wichtiger. So, jetzt nur ein bisschen aufpassen beim Durchkloppen hier. Ah, dass wir nicht irgendwo hier durchfallen. Genau. Oh, Alter, das wäre tödlich. dass wir nicht durchfallen und dass keine Lava von oben irgendwo angeflossen kommt. Wäre nicht so gut. So. Oh. Okay. Bleibt noch ein bisschen Leder, nehmen wir alles mit. So, hier bauen wir kurz einen Block rein, dann können wir nämlich hier pappen. So. Ach, wir haben ja Glück auf dem Hammer, stimmt ja. Haben wir ja Lack drauf. Plünderung 3, Glück 3. Genau. So. So, was haben wir hier schönes? Kobalterz. Können wir nicht mal mit einer Dia-Hacke abbauen. Was aber auch klar ist, ist ein härteres Material. Was sich aber zum Werkzeuge basteln trotz allem nicht lohnt. Oh, Alter. Siehst du, genau das meinte ich. Da muss man schweinisch aufpassen, das kann ratzfatz schief gehen. So. Gibt es ja keine größeren Netherquarz vorkommen. So. Achso, warte mal, jetzt die Frage, wenn wir das mit dem Hammer abbauen. Kriegen wir mehr, wenn wir das schreddern? Das ist die Frage jetzt. Pulverizer 2, Sackmill 4. Oh.
Stackmill 4. Okay, ich glaube, dann schreddern wir das doch besser. Kurz mal im Hammer 25 haben wir einstecken, das sind drei Blöcke. Das waren jetzt 6. Nee, dann jagen wir das lieber durch den Pulverizer, das ist besser. So, ich gehe mal hier ein bisschen Seelensaden krabbeln, den können wir nämlich auch durchsieben. Da kriegen wir dann auch Netherquarz raus. Das heißt, da packen wir uns dann auch nochmal einen Sieb hin, der dann nichts anderes macht wie Seelensand sieben, und das können wir dann auch noch automatisieren, dass wir da automatisch Seelensand erhalten, weil aus dem Seelensand können wir dann auch zum Beispiel Gastränen kriegen oder Lohenruten, die wir ja alles noch brauchen. Nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen so mit, was wir haben wir, können wir mitnehmen. Und dann werden wir das noch automatisieren, dass wir Seelensand automatisch kriegen ins System und dementsprechend auch unsere Nether-Vorräte ein bisschen aufstocken können. So, nehmen wir da mal ein bisschen noch mit. Wunderhübsch. Ja, sehr geil. So. Das popeln wir jetzt mal noch alles raus, was wir hier haben. Denn was wir haben, können wir mitnehmen. So, das ist wunderbar. Sehr gut. Haben wir da jetzt ein bisschen auf Tasche. So. Das hauen wir so raus. Das jage ich schon alles durch den Schredder. Wenn wir es dann später durchsieben, dann ist es eh egal. Aber jetzt für den Moment brauchen wir ja gleich ein bisschen viel, weil ich ja gleich einen ganzen Stack dann an Fluxkristallen machen will. Brauchen wir dementsprechend natürlich ein bisschen mehr dann. Aber kriegen wir alles hin. So, du bist... Ach, sieht er jetzt. Okay. So, nehmen wir das mal noch mit. Ah, sehr schön. Großes Vorkommen. Sehr, sehr gut. Feuersteine zum Schreddern haben wir ja. So, dann gehen wir mal in den Nether-Eingang. Zack. Und gehen mal zurück. Also ich kann euch ins Inventar importen, ja. So. So, einmal Lagerhaus. So, was haben wir jetzt alles dabei? Fast 2 Stacks Seelensand, ein bisschen Koboldleder. 48 Liter Quarz, ja, sehr schön. Das ist doch schwer in Ordnung. Gut. So, dann haben wir hier schon mal Netherquarz. Machen wir gleich mal dann zwei volles, also hier einen kompletten Stack an Kristallen, an Rohmaterial. Das gibt dann zwei volle Stacks Netherquarz. Steinstufen, Seelensand, Leder. So, den Seelensand packe ich gleich mal in den Sieb hinten rein. Können sie dann durchknödern, so wie sie rankommen. Da hat er jetzt, war er jetzt gerade ein bisschen schneller. Und da kommt Netherquarz raus. Oh, die Vakuumtruhe reicht gar nicht so weit. Oh. Okay. Achso, der kriegt deswegen nichts, weil er natürlich voll ist. Ist ja blöd, das müssen wir jetzt ja alles von Hand durchsieben hier. Und eine Gasträne, sehr schön. Schade. Das reicht gar nicht so weit. Müssten wir also noch eine Vakuum-Chest tatsächlich hinpacken. Gut, aber das wäre ja nicht das Problem. Noch eine Vakuum-Truhe, kurz mit Itemleitung an die Kiste angeschlossen, wird das ja passen. Aber das ist nur das Sieb, wo es nicht reicht hier. Die reichen alle. Reicht nur der nicht. Ja, langt nicht. Schade. Okay. Ist ja doof. Okay, gut. Machen wir das mal kurz von Hand. Ich siebe jetzt nicht alles durch, keine Sorge. Wir stellen uns jetzt nicht hier eine Stunde hin und siften nicht alles. So. So, machen wir dann mal noch leer. So. Gut. Energietechnisch. Ja, läuft.
So, aber der Gasträne ist sehr schön.